Mustafa Ünal, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, weil wir einfach diese Umstände toll angenommen haben und haben früh geführt, haben nachgelegt, dann haben wir es versäumt, deswegen auszubauen, ja, und dann kriegen wir vor der Halbzeit das Tor. Aber dann haben wir es wieder kontrolliert, haben wieder nachgelegt, dann kassieren wir wieder aus dem Nichts das Tor, aber bleiben stabil. Ja. Und dann war es natürlich ein Pokalfight, aber war es nicht so, dass er gegen uns reingedrückt hat und wir da ganz zittern mussten. Klar, ein Tor Vorsprung ist immer ein bisschen knapp, ja, aber das Spiel war jetzt nicht so knapp wie das Ergebnis, sage ich. Also ich denke, wir haben da schon sehr verdientes Spiel gewonnen und sind auch verdient ins Halbfinale eingezogen. Trotzdem zwei Gegentore. Ist das etwas, was dich beschäftigt oder was ihr im Trainerteam auch nochmal nachbesprecht mit der Mannschaft? Oder könnt ihr da drüber hinweggehen? Nee, klar besprechen wir alles nach. Aber das machen wir auch, wenn wir 3-0 gewinnen, besprechen wir alles nach. Wenn wir 3-2 gewinnen, genauso. Und wir besprechen das nach. Aber uns ist jetzt nicht bange, dass wir da ein Abwehrproblem haben. Oder sonst was, ganz im Gegenteil. Und dass da mal so ein Tor fällt oder zwei Tore, das ist drin. Und dann kassieren wir auch ein Tor. Okay. Viele Fans haben sich heute gefragt, wer steht im Tor? Also heute war es der Ramon Castellucci. Ist das auch ein Fingerzeig, dass er dann der Pokaltorwart ist oder magst du da noch nichts preisgeben? Also das haben wir ehrlicherweise noch gar nicht besprochen und wir werden das jetzt im Trainerteam besprechen, wir werden das mit den Torhütern besprechen. Wir haben es gesehen, dass wir auch heute, dass wir zwei Superkeeper haben. Der Biesinger kommt noch dazu, der ist jetzt auf Länderspielreise. Dann haben wir drei und wir sind froh, dass wir die drei Keeper haben. Und was wir jetzt genau machen, müssen wir natürlich besprechen. Mhm. Das große Ziel, habt ihr immer wieder betont, ist der Aufstieg. Aber jetzt sind es halt nur noch zwei Spiele dann bis in den DFB-Pokal. Im Halbfinale, weißt du schon, wer auf euch wartet? Ja, es ist wohl Türkspor-Neu-Ulm, habe ich jetzt gehört. Aber wie gesagt, es ist egal, wer kommt. Jetzt sind wir so weit gekommen, nehmen so viele englische Wochen in Kauf. Dann wollen wir auch zu Hause wieder das Finale spielen. Und das haben wir uns hart erarbeitet. Jetzt werden wir natürlich am Samstag versuchen, wieder in den Liga-Alltag direkt reinzukommen, da weiterzumachen. Und im Halbfinale, wenn das Spiel ansteht, werden wir alles dran setzen, dass wir wieder unser Finale zu Hause spielen dürfen. Hat das Spiel irgendwelche Auswirkungen auf den nächsten Samstag, was Kondition angeht oder was Taktik angeht? Ja, natürlich. Das war jetzt wieder ein Spiel bis zur letzten Minute, wo jeder alles raushauen muss. Und wir können jetzt nicht am Samstag 11 neue bringen, das machen wir nicht. Da müssen wir einfach durchbeißen. Aber die Jungs machen das, da ist mir jetzt nicht bange. Natürlich können wir auch wechseln auf einigen Positionen, aber wir können nicht überall wechseln, das wollen wir auch nicht tun. Und jetzt gilt es einfach, wieder frisch zu werden bis Samstag und dann die Leute zu bringen, wo wir sagen, okay, mit denen haben wir jetzt die größte Chance, das Spiel zu gewinnen. Dann dafür viel Erfolg. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Es war eine tolle Atmosphäre heute, ein tolles Cup-Spiel. Vielen Dank dafür und wir freuen uns auf Samstag. Danke, bis dann. Auf die Blaue. Cedric, erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir haben alle tief durchgeatmet nach 93 Minuten. Es war, glaube ich, viel Kampf. Du hast es erst von draußen beobachtet, warst dann selbst hier aktiver Teilnehmer des Spiels. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, war relativ schwierig heute, muss ich sagen, auch einfach ja, auch fußballerisch Dinge zu lösen. Wir sind eigentlich gut ins Spiel reingekommen mit den zwei Toren, haben eigentlich soweit mal alles im Griff gehabt, sah richtig gut aus. Und dann über die Standardaktion, Standardsituation sind wir dann ja, mit 2-1 in die Pause gegangen, war trotzdem soweit alles noch okay. Und ja, wir haben einfach in der zweiten Halbzeit auch den Kampf annehmen müssen bis zur letzten Minute. Wir konnten uns zu keiner Minute oder ja, zu keinem Moment irgendwo zurücknehmen. Mussten jede Aktion, jeden Zweikampf bis zur letzten Minute voll reingehen und haben uns jetzt am Ende, denke ich, trotzdem verdient ins Halbfinale durchgesetzt. Ja. Ihr wart zu Beginn der zweiten Halbzeit sehr früh wieder auf dem Spielfeld. Was hat denn euer Trainer in der Halbzeitpause gesagt? Oder hat er gar nicht viel gesagt? Ja, also er hat gesagt, dass wir halt das Spiel so weit im Griff haben. Trotzdem halt ja so Standardaktionen, gerade diese Situation, wo die eben auch nutzen, gefährlich zu werden, die müssen wir halt verhindern. Und soweit gab es jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich meine, wir haben trotzdem eigentlich in der ersten Halbzeit nicht viel anbrennen lassen. Es war soweit okay. Und von daher einfach so weitermachen. Deswegen sind wir dann auch relativ schnell wieder alle auf dem Platz gewesen.
Ihr seid eine Mannschaft, die viel über das Spielerische kommt, das auch sehr gerne spielt. Wie viel Spaß hat es heute gemacht? Oder anders gefragt, wie schwer fällt es dann irgendwie dann auf den Kampfmodus beziehungsweise auf den Modus, einfach lange Bälle und zweite Bälle zu gehen? Ich glaube, das ist im Pokal eben keine, ja, steht nicht so Diskussion. Man muss da von vornherein einfach für alles bereit sein. Wir haben es gleich gesehen, wir sind auf den Platz gegangen, wussten, dass heute hier nicht fußballerisch viel möglich ist. Haben uns dann einfach ihrem Spiel angepasst und denke ich, haben es trotzdem ganz gut gemacht. Haben auch lange Bälle gespielt, haben die auch ja, oft festgemacht und dann eben auf zweite Bälle gegangen. Und ich denke, wir sind auch eine Mannschaft, die sowas einfach annimmt. Da, ja, Mentalität ist da gefordert und das haben wir trotzdem, denke ich, auch ganz gut dann im Endeffekt gemacht. Wie viel Kraft hat das Spiel heute gekostet, auch im Hinblick auf das Spiel in zwei Tagen, drei Tagen? Ich denke, ja, jetzt, ich bin reingekommen, ein bisschen weniger gespielt, aber für die, die von Anfang gespielt haben, hat natürlich viel Kraft gekostet. Müssen wir jetzt gucken, dass wir eben die zwei nächsten Tage voll nutzen, um zu regenerieren und dann am Samstag wieder komplett bei 100% am besten sind, ja. Feiert ihr heute Abend noch? Nee, eher nicht. Dann auf zu neuen Taten. Ja, danke, auf die Blaue. Auf die Blaue. Dankeschön. Der Bekannte, Thomas Brommer, heute auf der anderen Seite. Man kann sagen, mit dir kam der Erfolg zurück nach Neckarsulm. Die letzten vier Spiele von dir waren wirklich gut. Ihr habt, glaube ich, 8 Punkte geholt oder 7 Punkte. 7 Punkte, genau. Und heute war er knapp dran. Auf jeden Fall. Wir wollten heute auf jeden Fall Kampf zeigen. Weil die letzten Spiele, so wie ich es mitbekommen habe, ist die Neckarsulmer Sportunion leider immer untergegangen. Aber heute haben wir Kampf gezeigt. Das Spiel lange sehr, sehr eng gehalten. Die zwei Tore leider aufgrund vom Platz konnte ich die leider nicht verhindern. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, haben die Zuschauer ein sehr gutes Spiel gesehen. Wurmt es dich jetzt oder sagst du, ja, das war ein gutes Spiel und das stärkt uns jetzt im Abstiegskampf? Ja, wir wollten auf jeden Fall in die nächste Runde. Keiner möchte gerne ein Spiel verlieren. Mhm. Für mich war es auch ein besonderes Spiel. Ich kenne hier fast jeden Spieler. War ja 3 Jahre bei euch. Und Paul Polauke, ich glaube, ihr wart zusammen im Urlaub. Genau. Wer muss jetzt wem heute noch einen ausgeben? Ah, der hat leider ein Tor gemacht. Deswegen muss ich ihm leider einen ausgeben. Aber in 2 Wochen kommt er ja noch mal zu uns. Aber im Großen und Ganzen, ja, muss man dann auch sagen, dass ihr dann verdient in eine Runde weiter seid. Okay. Dann wünschen wir dir und dann wünschen wir deiner Mannschaft dann auf jeden Fall viel Erfolg, dass ihr die Klasse haltet. Du hast es gesagt, wir sehen uns in gut 2 Wochen, sehen wir uns wieder an gleicher Stelle, wieder genau. Flutlichtspiel. Und die Kickers werden wissen, was auf sie zukommt. Auf jeden Fall. Vielen Danke, Dank. Thomas. Ciao.